Hallo und willkommen zurück zu Assassin's Creed. Unity. Dunkle Gasse Kleide. Ich habe jetzt wieder. Okay. Ich habe jetzt wieder meine gute Waffe da dran, weil. Ja, hab sonst nichts zu tun. Dennis, wenn ich dir einen halben Satz sage, denkst du, du kannst den Rest des Satzes sagen? Kommt drauf an. Okay. Wo andere blindlings der Wahrheit folgen, bedenket. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Nichts ist wahr, Punkt. Wieso Punkt? Ja, weil es dann Punkt gibt. Nächster Teil. Wo andere begrenzt sind von Moral oder Gesetz, bedenket. Alles ist erlaubt. Ja, richtig. Wir arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Da gibt es aber nichts mehr zu vervollständigen, oder? Nein. Euresgleichen ist am Ende. Ach ja, wir noch ein paar Sprüche haben. Naja, gut. Das ist eigentlich der Hauptteil. Aha, da bist du ja. Naja. Kann dir auf jeden Fall sagen, ich weiß nur, nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Den Rest weiß ich nicht. Okay. Wer sagt, dass nichts wahr ist, hat die grundsätzliche Zerbrechlichkeit der Gesellschaft erkannt, dass wir die Hüter unserer Kultur sind. Wer sagt, dass alles erlaubt ist, hat erkannt, dass wir die Architekten unserer Handlungen sind und mit ihren Konsequenzen leben müssen, seien sie ruhmreich oder tragisch. Das hat Ezio gesagt zur Sophia. Wer ist Sophia? Spätere Ehefrau von Ezio. Oh, okay, die kenne ich nicht. Gerade nur seine alte. Hä? Also, hatte er mehr als eine? Das weiß ich nämlich jetzt nicht. Er hat doch am Anfang vom Spiel mit einer Frau rumgeknutscht. Ja, gut, es wird halt irgendeine gewesen sein. Also die Weil wurde auf jeden Fall im Brotherhood, gab es eine Zurückerinnerung. Ich glaube, das war Teil von der DLC oder so. Und da kam die nochmal vor. Ja, kann schon sein, dass er eine Jugendliebe hatte. Aber er hat ja erst mit Mitte 50 oder so Kinder bekommen. Ob das jetzt diese Sophia war, ich nehme es mal an, dass das die einzige war, die er geheiratet hat. Frag mich nicht. Ah ja. Wollt ihr dann auch zum Assassin? Ezios Abschiedsbrief an Sophia. Ja, okay, klingt so, als wäre das auf jeden Fall die Ehefrau gewesen. Was? Nein, er hat doch nichts mehr gemacht. Er ist mit 65 gestorben. Weißt du das noch? In dem Video, wo er seine Kinder noch sieht und auf der Bank dann einstellt, als die Chinesin ihn besucht hat. Chinesin? Mein Gott, du erinnerst dich nicht mehr an die? Das ist die, die man in diesem einen extra 2D-Spiel spielt übrigens. Dumme mit deinen Chinesen. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Wahrscheinlich irgendwas mit Shaolin oder so. Sekunde, das muss ja wohl hier irgendwo stehen. Shao Yun war's. In Assassin's Creed Embers. Ezio, 62 Jahre alt, mit seiner Familie auf einem Landsitz nahe Florenz. Er hat das Amt als Großmeister der Assassinen schon abgetreten und war nun glücklicher Landwirt und Vater von Marcello und Flavia. Und dann kommt die chinesische Assassinin Shao Yun vorbei. Ah ja, China hat auch Assassinen. Ja. Jetzt frage ich mich gerade, wie ist das in der Assassin's Creed Story? Wird China dann von Abstergo kontrolliert? Ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Nein. Aber wenn ich Assassin's Creed Chronicles China gespielt habe, kann ich dir erzählen, was Shao Yun da macht, weil man spielt sie ja, wie sie sich erstmal gefangen nehmen lässt, damit sie im Gefängnis ist und von dort ich mein, rettet sie dann die anderen. Die Welt von Assassin's Creed ist ja unserer nacherfunden. Wir wissen es ja, wie das politisch in China ist. Ob das da die Templer sind, die da an der Macht sind, oder? Interessante Frage. Ob der... Nein, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, die Templer haben die Kontrolle über China verloren, dank den Assassinen, die wiederum selbst keine Kontrolle haben. Aber immerhin können sie sagen, haha, ist alles raus. So läuft's doch ständig. Weißt, ich finde das eh so witzig. Weißt, erst sind die Templer groß in England und wollen Amerika davon abhalten, unabhängig zu werden. Und die Assassinen helfen Amerika davon dabei, unabhängig zu werden. Das ist ja Connor, Washington zusammenarbeitet.
Und Jahrhunderte später ist Abstergo eine Mordsfirma und bei den Amerikanern ist die Templer-Hochburg. Ich meine, Desmond, Miles und so, die Gegenwart, die spielt ja, glaube ich, ausschließlich in Amerika. Ich habe bezahlt, ja. Lass mich zufrieden. Ich könnte euch helfen. Ach, Gott sei Dank. Und dann Assassin's Creed Syndicate, ist London. Bezahle, oder? Was soll ich da tun? Ich zahle. Ich zahle da schon viel zu viel. Okay, du kannst weiterreden. In Syndicate ist London, ja, eine Templer-Hochburg am Anfang. Bis dann die Geschwister Fry nach London kommen, eine Gang aufbauen und London zurückerobern. Keine Ahnung, wie es in der Gegenwart mit London ist. Und wie wir wissen, ist Paris. Gibt es in Paris ja sowohl Templer als auch Assassinen, die. Ja. Ja, gut. Leben ganz gut nebeneinander her, würde ich mal fast sagen. Wie das Ende geht. Ich meine, das Spiel fängt damit an, dass ein Templer den Assassinen-Großmeister tötet, Arnos Vater. Dann ist Arno Teenager und ist so ein bisschen Mitverursacher, wenn es darum geht, dass der Templer-Großmeister abgelöst wird durch seinen neuen, so durch den Nachfolger. Und naja, dann verlieren die Assassinen ihren aktuellen Großmeister auch schon wieder. Ja, wegen dem anderen Assassinen, Das schrägste Ende wäre doch, wenn Arno und Elise dann die beiden Großmeister wären. Und dann als Templer-Assassinen-Paar zusammenarbeiten, wird bestimmt nichts. Das wäre sehr interessant. Es wird bestimmt nichts, sonst würde er nicht aus Paris fliehen wollen, in Kapitel 13. Ja, anscheinend. Anscheinend gibt es sehr viele verschiedene Auslegungen des Credos. Und von, ich weiß gerade gar nicht, was die Templer da haben. Hat Arno es überhaupt jemals mitbekommen? Doch, ich glaube, das war am Anfang schon dabei. So ein bisschen. Na, ich weiß nicht. Arno haut jedenfalls ab. Ich hoffe mal, dass wir diesen Germain töten im letzten Kapitel. Entweder wird Elise dann Templar-Bossin oder haut ebenfalls ab, weil sie keinen Bock auf den Scheiß hat. Würde ich jetzt so trauen. Kein Schimmer. Mein Gott, der Prinz! Gut, ich muss erstmal Leute ansprechen. Verdammt, zur Hölle mit denen! Lasst mich raten. Ich hab nicht gezahlt. Das ist Unrecht. Schlugen alles kurz und klein und brachen mir fast den Arm. Das muss aufhören. Okay, gut zu wissen. Und jetzt spreche ich mit einer Frau. Was wollt ihr denn? Was ist passiert? Oh, ich dachte, ihr wärt einer von denen. Die kommen her, werfen alles um und wollen Geld. Ich muss zahlen, sonst könnte ich alles verlieren. Wer sind die? Der Prinz? In Paris? Er fragt, wer sind sie, und sie sagt nichts mehr. Okay, auch gut. Hä? Die Erpresser. Nein, hör auf, Bolde. Ah, jetzt redet's wieder. Sie haben mein Versteck für das Geld und ihre andere Beute. Aber Gott weiß, wo es ist. Der Prinz ist noch am Leben. Okay, gut. Ich fasse es nicht. Du kannst wieder reden. Oh, mein Gott, der Prinz. Okay. Ich weiß, wo sie sind. Oh, okay, jetzt habe ich wieder eine Frau, mit der ich sprechen muss. Sie sind hier vorbeigekommen. Kommt, ich zeige es euch. Oh, sie zeigt es mir. Okay, da folge ich mal der Frau. Ah ja. Ja? Oh. Hier in dem roten Gebiet sind also die Leute, die ich brauche. Oh, warte mal, die Truhe, die ich will, ist über mir. Ich glaube, jetzt wird keiner mehr reden. Jetzt werde ich wahrscheinlich nur noch wen umbringen müssen. Was denn? Nichts. Ich lese Wiki-Einträge ohne Ende. Du liest Wiki-Einträge, okay. Ich liebe eine schöne Jagd. Oh Mist. Manchmal habe ich auch einen sehr zittrigen Finger. Ezio hat die Vorläuferschatulle
anschaue, Jun weitergegeben. Vorläufer-Schatulle? Die gleiche, die im Siebenjährigen Krieg in den amerikanischen Kolonien wieder auftauchte. Mit ihrer Hilfe konnte eine holographische Weltkarte erzeugt werden, die der Standorte von Tempeln der ersten Zivilisation verzeichnet war. Oh, dann ist das das, was man mit Shay macht. In Assassin's Creed Rogue. Der ist ja dafür verantwortlich, dass Lissabon komplett zerstört wurde. Unabsichtlich natürlich. Lissabon wurde zerstört? Ja, das Erdbeben ist in der Realität übrigens auch passiert, das haben die nicht erfunden. Er war da in einer Vorläuferstätte, hat irgendeine Box angefasst und auf einmal ist alles zusammengebrochen. Ist gerade so rausgekommen. Dann hat er den Orden verlassen, weil er gesagt hat, ey, ja, ist das denn, ihr spinnt doch. Ja, und dann hat er nach und nach alle umgebracht. Also du bist ja der Spieler. Und den Meister hat man übrig gelassen, ganz zum Schluss, mit gebrochenem Bein. Der wiederum ist dann der stumme Kerl, der ein bisschen Connor leitet im dritten Teil. Okay. Alles connected. Ich mag das so sehr. Ich habe gerade Schläger mit Schießen verjagt, weil ich nicht nah genug dran war, damit sie mich sehen konnten. Okay. Also das funktioniert auch. Schau, Jun besitzt eine versteckte Klinge am Fuß. Sehr interessant. Ezios letzte Schüler. Sie hat die Wurfpfeile erfunden. Was für Pfeile? Dritten Teil. Die Wurfpfeile, die Connor auch benutzt im dritten Teil. Ach, und Achilles hieß der Typ. Mit seiner Achillesferse. Achilles Davenport, Großmeister der kolonialen Assassinenbruderschaft, der Connor ausbildete. Also nicht der Achilles mit der Achillesferse. Ferse. Oder keine Ahnung, wie das nochmal hieß. Immer diese Gegner. Ich muss mich erstmal heilen. Oh, kann den immer. Ja. Hast du sonst noch irgendwas zu erzählen? Nö, ich lese jetzt hier nicht weiter und vor allem werde ich es nicht erzählen. Okay. So, dann klettern wir jetzt mal hier hoch und springen aus dem Gebiet. Wir müssen aus dem Gebiet fliehen. Das ist ja witzig. Was denn so witzig? So ein kleines Video, das ich gerade sehe. Okay. Wo ist das Ziel töten? Ich habe eine blaue Mission angenommen. Hey, Dieb! Ah, okay, das ist super easy. Ich muss einen Dieb haben. So. 11 von 45. Ich habe da wahrscheinlich schon über 100 von denen gemacht, oder? Ach, so viele waren das auch wieder nicht. So, mein Gott, war das einfach. Das Ziel töten? Getötet. Fertig. Richtig easy. Ja, dann latschen wir jetzt zur nächsten Quest, die dann ein bisschen größer wahrscheinlich wieder sein wird. Unglaublich, dass er noch lebt. Ich krieg die Quest von einem Plakat. Der kleine Prinz. Es gibt irgendwelche Gerüchte. Oh, ich muss mit jemandem sprechen. Alles glauben, was ihr liest. Die Templer halten den Prinzen als Tauschmittel. Haben aber das Interesse verloren. Nicht gut für den Prinzen. Die Assassinen wollen wissen, was er weiß. Doch die Templer töten ihn, wenn wir ihn nicht mit einem Boot aus Paris schaffen. So gut wie er lebt. Oh mein Gott. Oh, okay, wir müssen den Prinzen aus Paris schaffen, sonst töten die Templer ihn. Oh, die Quest ist gut. Na, viel Spaß. Die ist gut? Okay, gut. Das Ende ist so witzig. So.
So, ich habe schon mal einen Haufen erschossen von meinen Gegnern. Komm sofort zurück! Ich mach Abschluss. Das war's. Du hattest es verdient. Du und deinesgleichen. Ah, nun halte still, du Wicht. Ich habe eine. Komm sofort zurück. Ich mach Abschluss. Das war's für den kleinen Prinzen. Ach, schade. Okay, ich muss ein Stockwerk weiter nach oben. Da ist mein Opfer. Und auch bitte, der Prinz. Mein Onkel ist der Graf von Provence. Er hat Geld. Der zahlt bereits. Wer glaubst du, will dich umbringen? Aber warum? Du wirst König. Für einen Tag. Dann nimmt dein Onkel deinen Platz ein. Bitte, ich habe nichts getan. Ha. Hm. Dann wärst du der erste unschuldige König in der Geschichte. Lol. Hab noch nie einen Prinzen getötet. Bitte, tut mir nichts. Ich tu nur, was man mir sagt, Junge. Fatz. Also, Mr. Prinz. Louis Charles, nehme ich an. Endlich! Mein Onkel schickt euch? Ich diene einem anderen Meister. Ein Diener ist ein Diener. Nun, worauf wartet ihr? Rettet mich! Wie ihr wünscht. Ja, dann geh. Verteidigen. Okay, das mache ich. Ich gehe voraus, ja. Ich geh nicht weiter, wenn diese Rüpel da unten sind. Ach so, ja, okay, dann geh erstmal. Ich soll noch mit ihm sprechen? Okay. Kommt jetzt, na los! Ihr habt mir nichts zu befehlen. Was ist das für ein verdammter Gestank? Vermutlich. Alter, was? Nein! Oh, der hat über mich gewonnen, killt dieser scheiß Drecksack! Ich hasse das so, wenn die mir einen Speer reinrammen. Ja, das ist echt doof. Und jetzt bin ich wieder, keine Ahnung, kilometerweit weg. Ja, aber du hast ja schon mit ihm geredet. Ist ja nicht witzig. Nein, ja, okay. Aber ich glaube, die Quest hat sich restartet. Ich meine, ich stehe mit Assassinen sprechen. Die Templer halten den Prinzen als Tauschmittel, haben aber das Interesse verloren. Nicht gut für den Prinzen. Oh, lol. Ich darf nicht zu weit weglaufen von der Frau. Hallo? Die Frau redet weiter, danke. Ja. So, jetzt bringe ich mal alle Leute erstmal um in dem Haus. Was ist das? Soll ich was? Kommt doch ihr her. Ah, mein Gott, na, wo kommt denn ihr jetzt überall her? Ich warte hier an der Tür, damit die Leute alle rauskommen und hintereinander umgebracht werden, und dann kommen auf einmal von über mir Leute runtergesprungen oder was? Ich bin hier der Assassine, nicht ihr. Von Provence, er hat Geld. Der zahlt bereits. Wer glaubst du, will dich umbringen? Aber. König von Frankreich. Wann meinst du, werden sie es tun? Wenn die Leute wüssten, wen wir hier haben, wären wir tot. Oh! Verräter!
So, Gnadenstoß, den Sack. Warte mal, er hat ihn gerade nicht mit Schwert umgebracht, er hat ihn gerade einfach das Genick gebrochen. Prinz Louis Char, nehme ich an. Endlich! Mein Onkel schickt euch! Ich diene einem anderen Meister. Ein Diener ist ein Diener. Nun, worauf wartet ihr? Rettet mich! Wie ihr wünscht. So, also. Jetzt muss ich nochmal zum Typen hochlaufen und ihm sagen, dass er mir folgen soll, gefälligst. Aber das machen wir erst im nächsten Part. Bewerten nicht vergessen und ciao. Tschüss.